Lama Styler fragt PeteSmeet: Was war euer bisher schwierigster Bossgegner in einem Spiel, beziehungsweise habt ihr einen bis heute nicht besiegen können? Ich weiß nicht, ob man so ein Spiel mit Flüssigkeiten gespielt und da weiß ich, dass ich echt an die Palme gegangen bin. Und ich weiß, dass es nicht ein Bossgegner im klassischen Sinne ist, aber den würde ich definitiv zählen. Der war 10 von 10 schwer, dieses Elektro-Flüssigkeitslevel. Ich weiß aber nicht mehr, wie das hieß. Das ist eine gute Frage, denn ich habe immer noch so im Kopf, damals den Counter für Ares gemacht zu haben in God of War. Das hat sehr lange gedauert. War recht frustrierend, aber habe ich geschafft. In dem God of War von 2018. Hier war die Valkyrie schon echt ein ziemlicher Kniff. Aber auch in den Souls-Spielen, da habe ich eigentlich immer alles gemacht. Außer ich habe es nicht gespielt, irgendwie wie die DLCs. Oder Peter hat's gemacht. Aber ich habe nie einen Boss nicht besiegen können. Und den schwierigsten, ich weiß nicht mehr genau, wie der Dude hieß. Der war bei Bloodborne in der Kirche und stand da ganz alleine. Da weiß ich noch, da habe ich mit Peter ewig für gebraucht. Da haben wir richtig viele Tries gehabt. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Ich glaube, ich würde den nehmen. Oder sonst irgendwer einer aus den anderen Souls-Teilen. Es dürfte irgendein Souls-Gegner gewesen sein, ne? Aber an wen ich mich dann noch erinnern kann? Wo habe ich denn echt lange für gebraucht? Nito war schlimm bei meinem Run von Dark Souls. Also da habe ich echt lange für gebraucht. Aber ich kannte halt natürlich auch keine Tricks oder Tipps oder sowas. Ist, glaube ich, ein relativ einfacher Boss, wenn man weiß, wie es geht. Aber wusste ich halt nicht. Dann war er nervig. Der Endboss vom Dark Souls 3 DLC, vom letzten Dark Souls 3 DLC. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, Gale oder so. Den habe ich bis heute nicht besiegt. Habe das DLC bis heute nicht geschafft. Ich habe das in einem Livestream stundenlang probiert, nicht hinbekommen. Aufgehört, nie wieder probiert. Deswegen würde ich sagen, der. Oh. Bisher schwierigster. Also ich kann, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so 3 Sekunden, dann fällt mir auf jeden Fall ein, war das Nioh 2? Ich glaube, Nioh 2 war es. Nioh 2. Ne, Dark Souls habe ich fast alle Teile gespielt, bis auf Dark Souls 1, warum auch immer, keine Ahnung. Aber Nioh ist ja auch sehr ähnlich und auch knackig. Und Nioh 2 habe ich auch sehr viel gespielt, bis zu dem Boss. War das der Boss? Ich kenne den Namen nicht, sie haben ja also crazy Namen. Das ist vor so einem Palast, ne, japanischer Palast, oh Wunder. Und das ist so ein richtig fetter Dude und vorher läuft man, glaube ich, durch so ein Moor, beziehungsweise wo so Wasser ist. Und dieser Palast hat so zwei so ein bisschen U-förmig aufgebaut. Und dann war dort so ein richtig fetter Dude. Den habe ich dann geschafft. Und direkt, also da habe ich echt lang dran geknabbert. Ich glaube 3 Tage lang habe ich jeden Abend quasi mal angemacht. Für eine Stunde, anderthalb mich da gegengestemmt ein paar Mal. Und dann nach 3 Tagen habe ich den gelegt und war schon echt hart an meiner Frustgrenze angekommen und war dann so, boah Gott, endlich. Und danach kam noch ein Boss, meine ich. Und dann habe ich gesagt, nee, Alter, fick dich, Spiel. Also, der war dann halt noch krasser als der andere. Und da habe ich es nicht mehr gepackt. Der eine hat mich schon so niederknien lassen, dass der andere dann vor mir stand und mich einfach nur noch enthauptet hat.